Beruhige dich. Sag mir, was passiert ist. Da sind Räuber im Wald. Mein Mann, er wollte sie verjagen. Sagtest du im Wald? Ich dachte, die Wälder von Argos sind sicher. Sie nahmen unser Essen, unser Pferd. Und mich wollten sie auch. Ich höre immer noch ihr schreckliches Lachen. Es klang so grauenhaft. Lachen? Und eine ganze Bande überfiel euch für ein Pferd? Ja. Wenn dein Mann es allein mit den Banditen aufnehmen will, dann lebt er nicht mehr lange. Bitte, ich habe ein Kind. Du musst uns helfen. Ich finde deinen Mann und die Räuber. Als du das Kind gerettet hast, war es mir klar. Du musst einfach immer das Richtige tun. Krösus. Der Mann starb nur, um mir eine Falle zu stellen? Es ist eine Ehre, für Heras größte Priesterin zu sterben. Er starb freiwillig. Durch seinen Tod ist dein Platz in meinem Rat frei geworden. Noch kannst du dich uns anschließen. Du hast den Verstand verloren, Krösus. Das ist Wahnsinn! Eine Welt, in der Mörder wie du als Helden gelten, das ist Wahnsinn. Das ist die Welt, die du miterschaffen hast. Ich mache das rückgängig. Nun gut, wenn du eine Vertreterin des Chaos sein willst, wenn du eine Mörderin sein willst, dann morde, Kind. Du hättest dich mir anschließen können. Wir hätten gemeinsam über die Welt geherrscht. Stirb für mich, mein Kind. Ich bin nicht dein Kind. Ich finde meine Mutter und wir werden wieder vereint sein. Ich stelle es wieder richtig. Das ist für meine Mutter und jede Familie, die du zerstört hast.